Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Andreas Daus und ihr schaut Sternenwelten. Ja, in meinem heutigen Video möchte ich einmal darauf eingehen, wie man bei der neuen Skywatcher CQ350 das Schneckenspiel sowohl in RA als auch in Deklination einstellen kann. Bisher habe ich noch nichts darüber im Netz gefunden, keine Anleitung oder Video, was wahrscheinlich daran liegt, dass diese Montierung erst seit knapp einem Jahr auf dem Markt ist. Alles in allem macht die Montierung einen sehr guten Eindruck, sehr stabil. Nur wie gesagt, ein leichtes Schneckenspiel war bei mir festzustellen, sowohl in beiden Achsen. Ich habe die Montierung jetzt etwa 2 Wochen und da ich, wie gesagt, nichts darüber im Netz gefunden habe, habe ich mich einmal selbst daran gewagt. Ich muss dazu sagen, ich hatte schon alle möglichen Montierungen von Skywatcher angefangen, von der EQ 5 über die EQ 6 bis hin zur EQ 8. Bei allen habe ich immer das Schneckenspiel eingestellt, was nie irgendein größeres Problem war, aber ich muss dazu sagen, bei der CQ350 war es so einfach wie bisher noch bei keiner anderen Montierung. Und nun, ja, möchte ich euch einmal zeigen, wie man das Ganze einstellt. So, um einmal überhaupt zu verstehen, wie das ganze Getriebe innen drin in der Montierung aufgebaut ist, habe ich jetzt einmal hier die vordere Abdeckung der Montierung aufgemacht. Ich muss dazu sagen, um das Schneckenspiel einzustellen, ist es nicht nötig, die Abdeckung vorne zu öffnen. Die könnt ihr da gerne zulassen. Ich habe es jetzt aufgemacht, einfach nur mal, damit ihr seht, was da überhaupt eingestellt wird, beziehungsweise was im Inneren der Montierung passiert. Ihr seht jetzt quasi hier einmal das Schneckenrad, hier das Gehäuse mit der Schnecke drin und hier oben ist der Bereich, wo das Ganze eingestellt ist. Man sieht hier 2 Federn. Diese Federn sind nicht, wie es teilweise im Netz schon erzählt wurde, dafür gedacht, dass die Schnecke aufs Schneckenrad gezogen wird, wie es bei manchen Montierungsherstellern gemacht wird. Nein. Diese Federn sind einfach dafür gedacht, damit das Schneckengehäuse beim Lösen der Klemmung vom Schneckenrad nach oben gezogen wird. Das Ganze passiert nämlich so, hier gibt es eine Verbindung nach innen, hier oben ist quasi so eine elliptische Aluminiumhülse. Das heißt, wenn ich hier die Klemmung aufmache, dann sieht man, hebt sich das ganze Schneckengehäuse vom Schneckenrad weg und das Ganze ist frei in der Bewegung. Einmal wieder klemmen, man sieht, dann wird mittels dieser Hülse hier oben das ganze Gehäuse auf die Schnecke drauf gedrückt und sie ist damit quasi arretiert. Wie stelle ich nun das Schneckenspiel ein? Ihr habt sicherlich schon gesehen, dass außen an der Montierung, oben am Gehäuse, befinden sich 4 solcher Madenschrauben. Diese Madenschrauben, wenn man die rausschraubt, sind eigentlich nur eine Art Deckel, damit kein Schmutz oder sonstiges ins Innere der Montierung reingeraten. Eingestellt wird das Ganze dann mittels dieser 4 Schrauben. Das kann man jetzt nicht so gut sehen, aber hier sind insgesamt 4, außen 2 Zugschrauben und innen 2 Druckschrauben. Man kann das Schneckengehäuse quasi im Ganzen nach unten bzw. auch leicht kippen und dementsprechend das Schneckenspiel sehr genau einstellen. Nun, wie komme ich jetzt an diese 4 Schrauben ran? Ganz einfach, ich habe schon erwähnt, diese 4 Madenschrauben raustrennen und dann kann man von oben mittels Inbusschlüssel hier auf diese 4 Schrauben zugreifen und dementsprechend einstellen. Das ist das ganze Geheimnis des Inneren dieser Montierung und wie ich jetzt das Schneckenspiel eingestellt habe, das zeige ich euch jetzt. Wie stelle ich nun das Schneckenspiel an der Montierung ein? Nun, was ihr an Werkzeug braucht, ist nicht viel. Da braucht man nur einen 4 und einen 3 mm Inbusschlüssel und als allererstes natürlich alles von der Montierung entfernen, Teleskop, Gegengewichte und so weiter. Gut, dann natürlich einmal die Deklinationsachse lösen und
das Ganze um 90 Grad drehen und dann seht ihr hier schon diese vier Madenschrauben, die ich eben erwähnt habe. Mit einem 3 mm Innensechskant werden die vier einfach rausgedreht. Ja, das sind so ganz kleine Schräubchen hier, die einmal beiseite legen, dass man sie nicht verliert. Vier Stück an der Zahl. Einmal raus damit. Und wenn diese vier rausgelöst sind, dann habt ihr Zugriff zu den eben erwähnten Zug- und Druckschrauben. Dafür braucht ihr jetzt einen 4 mm Inbusschlüssel. Damit kommt man dann hier nach etwa 3 bis 4 cm merkt man schon, aha, jetzt bin ich auf der Schraube angekommen hier. Genauso hier, gleiche Länge, sind etwa 4 cm, wo das Ganze nach innen geht. Wie stelle ich das Ganze nun ein? Nun, wenn ich merke, dass das Schneckenspiel zu groß ist, sprich die Achse ein wenig wackelt und man hört auch dieses Klackern dann innen drin, dann muss die Schnecke natürlich näher ans Schneckenrad rangebracht werden. Wie mache ich das Ganze? Ganz einfach. Als allererstes löse ich leicht die beiden äußeren Zugschrauben. Ja, da reicht schon manchmal eine 1/16 Umdrehung, die selbst dann schon manchmal zu viel sein kann. Beiden äußeren ganz leicht lösen, nicht zu viel. Und damit ist dann schon mal freies Spiel für die Zugschrauben. Das sind die beiden inneren hier, die dann um den gleichen Wert ganz leicht anziehen. Auch die andere, beide möglichst um den gleichen Wert, so dass das Schneckengehäuse natürlich parallel auf die Schnecke zubewegt wird, beziehungsweise aufs Schneckenrad, die Schnecke aufs Schneckenrad. Ihr merkt dann schon relativ schnell, dass das Spiel verschwunden ist. Dann natürlich wieder die beiden äußeren Schrauben wieder anziehen, soweit man merkt dann schon, sobald es Widerstand gibt, also handfest anziehen, nicht mit Gewalt. Und dann muss man sich langsam rantasten, wie sich das Spiel verhält. Bei mir war es schon, wie gesagt, nach einer 1/16 Umdrehung war das Spiel schon komplett verschwunden. Bevor man dann natürlich die vier Madenschrauben wieder einsetzt, sollte man auf jeden Fall, und das ist ganz wichtig, die Montierung mittels der Steuerung, mittels den Motoren, einmal eine komplette Runde laufen lassen, um zu schauen, ob das Schneckenspiel jetzt nicht zu stramm ist. Macht sich daran bemerkbar, dass die Montierung dann hier und da eventuell mal hängen bleiben kann. Liegt einfach daran, das Schneckenrad ist natürlich kein perfekter Kreis. Herstellungsbedingt variiert das Ganze dann ein bisschen, dass mal das Schneckenrad näher bzw. weiter von der Schnecke weg ist. Da reden wir tatsächlich um Hundertstel, sogar Tausendstel Millimeter, die sich aber sofort darin bemerkbar machen, dass das Ganze hängen bleibt und dann gibt es so hässliche Krachgeräusche in den Motoren. Aber keine Angst, in dem Fall am besten gleich natürlich die Steuerung loslassen, nicht weiterfahren, aber in den Motoren sind Rutschkupplungen drin. Das hört sich erstmal schlimmer an, als es ist. Man sollte allerdings nicht weiterfahren. Um natürlich das Schneckenspiel zu lösen, wenn es dann zu stramm ist, macht man genau den umgekehrten Weg, aber auch hier erstmal wieder die beiden äußeren lösen, dann die beiden inneren leicht lösen, die äußeren beiden wieder dementsprechend festziehen, so dass das ganze System ineinander greift, dann wieder erstmal händig fühlen an der Gegengewichtsstange, ob jetzt wieder mehr Spiel ist und wie das Ganze sich anfühlt und dann natürlich auch wieder eine Runde das Ganze wieder drehen lassen mittels der Motoren, um festzustellen, ob die Montierung im Ganzen läuft. Ja, ihr seht schon, das ist ein Rantasten an das Ganze. Man muss da wirklich mit Gefühl rangehen. Bei mir war es glücklicherweise so, ich habe gleich nach dem ersten kurzen Einstellung ein
Erfolg verzeichnet, das Spiel war weg, die Montierung ist auch frei gelaufen. Von daher, ja, hat das bei mir wunderbar geklappt. Ich muss dazu sagen, für Defekte, die ihr im Laufe des Einstellens eventuell an dieser Montierung selber verursacht, übernehme ich natürlich aufgrund dieses Videos keine Haftung. Ich möchte hier einfach nur erklären, wie das Ganze funktioniert. Also ihr seht, es ist wirklich sehr einfach. Man muss keine Schneckengehäuse lösen oder irgendwas anderes lösen. Nein, man muss wirklich nur diese vier Madenschrauben rausdrehen. Dann natürlich an den vier innenliegenden Schrauben das Ganze einstellen und schon ist es erledigt. Bei mir waren es knappe 5 Minuten. Ja, wenn ihr dann zufrieden seid mit dem Schneckenspiel in dieser Achse, dann ganz einfach wieder den anderen Inbusschlüssel nehmen und die vier Madenschrauben hier oben wieder eindrehen, damit kein Staub oder Schmutz in die Montierung reinkommt. Das Einstellen der Deklinationsachse funktioniert vom Prinzip her genauso wie das Einstellen bei RA. Der einzige Unterschied ist, dass hier die Madenschrauben, die man als erstes rausdrehen muss, freiliegen. Man muss da nicht irgendwas wegdrehen. Nein, wenn man stirnseitig hinten auf die Montierung schaut, sieht man schon, hier sind diese vier Madenschrauben. Da funktioniert es genauso. 3 mm Inbusschlüssel, diese vier rausdrehen, dann mit dem 4 mm Inbus nach innen. Und dann merkt man auch schon gleich, wie man auf die innenliegenden Zug- und Druckschrauben der Deklinationsachse trifft und kann diese dann genauso einstellen, wie es bei der RA-Achse ist. Auch hier wieder ganz wichtig, wenn man die richtige für sich gefühlte Einstellung gefunden hat, einmal mittels der Motoren, mit der Steuerung, die Deklinationsachse eine komplette Runde drehen lassen, um festzustellen, ob sich die Montierung irgendwo festfährt und das Spiel dementsprechend zu stramm eingestellt wurde und man es nochmal ein wenig lösen muss. Auch hier, wenn man das Ganze dann zur Zufriedenheit eingestellt hat, die Madenschrauben wieder einsetzen und dann einfach ja, genießen, dass die Montierung wunderbar läuft. Bei mir ist es so, ich habe wirklich kein Spiel mehr in beiden Achsen. Sie fährt sich nicht fest, auch bei Betrieb von innen nach außen. Also ich habe sie jetzt bei Raumtemperatur eingestellt, habe sie jetzt auch schon getestet bei etwa minus 2 Grad, die wir jetzt hier hatten. Und selbst da hat sie dann nirgendwo gehakt oder ist irgendwo festgefahren. Also ich würde sagen, meine ist wirklich sehr gut eingestellt und ja, ich freue mich schon auf sehr viele Beobachtungen. Die Werte beim Guiding muss ich noch messen. Dafür war das Wetter leider noch nicht gut genug. Zu den RMS-Werten und Guiding-Werten kann ich an dieser Stelle noch keine Auskunft geben. Aber da werde ich mit Sicherheit in einem späteren Video genauer noch drauf eingehen. Ja, wenn alles eingestellt ist, dann kann man loslegen, Teleskop wieder drauf und sich auf die nächste Beobachtungsnacht freuen. Ja, das war's soweit von mir bezüglich Einstellen des Schneckenspiels bei RA und Deklination von der neuen Skywatcher CQ350 Pro-Montierung. Wie ihr gesehen habt, es ist wirklich sehr leicht und mit etwas handwerklichem Geschick ganz gut zu bewerkstelligen. Möchte aber an dieser Stelle nochmals betonen, wenn ihr das Ganze macht, macht es bitte vorsichtig, macht es mit genügend Ruhe, nehmt euch Zeit, am besten, wenn ihr alleine zu Hause seid. Und an der Stelle möchte ich nochmal betonen, für eventuelle Schäden, die dabei verursacht werden, übernehme ich natürlich keine Haftung. Ja, wenn euch das Ganze gefallen hat, dann könnt ihr das sehr gerne unten in den Kommentaren schreiben. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr bald mal wieder einschaltet bei einem neuen Video von mir hier auf meinem Kanal Sternenwelten.